Endlich ist es soweit. Ich habe Captain Kidds Schatz gefunden. Hey, was ist denn los? Warum bist du so aufgeregt, alter Knabe? Reißt eure Augen auf. Hier ist der Beweis. Man kann das Wappen deutlich erkennen. Ich bin ganz sicher, diesmal bin ich am Ziel meiner Wünsche. Das Ding ist echt, ich kann mein Glück kaum fassen. Hat jemand von euch Nasen vielleicht Lust, mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Sag mal, hast du eine Ahnung, wer dieser Captain Kidd ist? Du willst mir doch nicht erzählen, dass du Captain Kidd nicht kennst. Tut mir leid, mein Lieber, aber ich verkehre nun mal nicht in Piratenkreisen. Da muss ich dich leider enttäuschen. Wie denn auch? Captain Kidd ist nämlich schon seit über 100 Jahren tot. Captain Kidd war ein berühmter Pirat, der im 16. Jahrhundert Schiffe auf dem Atlantik ausgeraubt hat. Und unser guter alter Ponzo sucht nun schon seit über 30 Jahren nach Kidds verborgenem Piratenschatz. Und nun ist er am Ziel seiner Wünsche und hat den Schatz endlich gefunden? Tja, kann sein, kann aber auch nicht sein. Wer es glaubt, wird selig. Wieso lacht ihr? Weil er sich mindestens dreimal im Jahr einbildet, dass er den Schatz gefunden hat. Und immer ist es eine Fehlanzeige. Jedes Mal veranstaltet er einen Riesenwirbel mit seinen albernen Landkarten. Ja, der Kerl gibt an wie eine Tüte Mücken mit seinen Blindgängern. Boah, soll das etwa heißen, dass seine Karten eine Fälschung sind? Tja. Trete zurück! Wer zum Teufel seid ihr denn, Mann? Im Namen der Regierung, ihr dürft ohne Erlaubnis von oben niemanden über den Schatz in Kenntnis setzen. Die Regierung wird sich höchstpersönlich darum kümmern. Los, Jungs, holt euch seine Unterlagen! Jawohl! Hey, Finger weg, die Sachen gehören mir, das ist Privateigentum! Oh. Immer hübsch mit der Ruhe, Alter. Halt gefälligst deinen Mund, wenn du nicht wegen Hochverrats ins Gefängnis wandern willst. Frechheit! Aber das ist ja furchtbar, Diego. Du musst dem alten Mann unbedingt helfen. Na, hör mal, wie stellst du dir das vor? Ich kann mich doch nicht der Armee widersetzen. Hey, Gonzales, hilf gefälligst! Bist du festgewachsen? Ich hab uns, ja. Hier, bedient euch! Nehmt alles, ihr Verbrecher! Da, ihr Blutsauger, habt ihr immer noch nicht genug! Oh. Der Feigling! Was sagt ihr dazu, Senor Vega? Ich hab doch recht. Er hat einfach zugesehen, wie Gabriel einen alten Mann niederschlagen ließ und ist nicht dazwischen gegangen. Diego, das kann ich kaum glauben. Was hast du zu deiner Rechtfertigung zu sagen? Vater, was soll das? Ich bin kein kleines Kind. Ich hatte meine Gründe, mich nicht einzumischen. Für unterlassene Hilfe gibt es keine Gründe. Da kann ich dir nur beipflichten. Nanu, Ponzo! Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen, Alejandro. Dir scheint es blendend zu gehen. Deine Geschäfte laufen gut. Das freut mich für dich, mein alter Freund. Aber dein Sohn ist wohl ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Es fehlt ihm an Schneid, dem Jungen. Steht dabei und versteckt sich hinter einem Mädchen, während ein alter Mann gegen die Soldaten kämpfen muss. Meine Güte, die Jugend von heute kann einen ganz traurig machen. Wenn du nichts dagegen hast, werde ich diesem Helden mal ein bisschen Schliff beibringen. Überlass ihn mir für eine Weile, damit er etwas Mumm in die Knochen bekommt. Oh, wie? Was soll denn das heißen? Die Jugend von heute ist viel zu verweichlicht, aber verlass dich auf mich. Ich mache einen Mann aus dieser halben Portion. Natürlich erwarte ich für meine Mühe eine kleine Gegenleistung. Wie wär's, wenn du ein bisschen Geld in meine Schatzsuche investierst? Ach so, daher weht der Wind. Geld will er haben. Halt deinen Mund, du vorlauter Bengel! Noch so ein Früchtchen. Ich an ihrer Stelle kein Geld geben. Das ist alles erstunken und erlogen. Diesen Schatz gibt's doch gar nicht. Und ob es den gibt, du Naseweiß? Es gibt ihn nicht. Es gibt ihn doch. Alter Aufschneider! Unverschämte Göre! Ist doch mal ganz witzig, schlag ich meine Zeit eben mit Schatzsuche tot. Was meinst du, Vater? Soll ich mit Ponzo mitgehen und ihm helfen, den verborgenen Piratenschatz zu finden? Bitte erlaub es mir. Aber Junge! Naja, meinetwegen. Ist jedenfalls besser, als zu Hause rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Das kann ihm nicht schaden. Überlass den Wunderknaben mir. Ich werde aus diesem Grünspecht einen richtigen Mann machen. Verlass dich drauf. Auf geht's, ab die Post. Und du, Frechdachs, kommst auf mich. Ein bisschen Tempo, meine Herren. Au! Ohne Zweifel, das ist wirklich ein altes Gefäß, aber leider völlig wertlos. Das hässliche Ding lässt sich ja nicht mal als Blumenvase verwenden.
Mein Beileid, du bist eben ein Traumtänzer. An solche Ammenmärchen zu glauben, dieser angebliche Piratenschatz existiert doch nur in Ponzos Fantasie. Tut mir leid, ich dachte nur... Aber mal im Ernst, man könnte eine ganze Menge Kohle machen, wenn es diesen Schatz wirklich gibt und wir Jungs ihn finden würden. Verdammt nochmal! Du meine Güte, was ist denn das? Seht euch das an, das sind echte Goldmünzen aus Captain Kidds Zeit. Donnerwetter! Hab ich's doch gleich geahnt. Vielen Dank, Alejandro, für deine großzügige Ausrüstung. Passt gut auf die beiden auf. Seid vorsichtig und macht uns keine Schande. Und falls ihr wirklich was findet, vergiss uns nicht. Wir würden uns über ein kleines Souvenir sehr freuen. Vorbestellungen kann ich leider nicht annehmen. Blödsinn, es gibt doch sowieso keinen Schatz. Also, meine Freunde, lasst uns einander nicht erweichen. Das Abenteuer ruft. Auf geht's zu neuen Ufern, packen wir's. Ja. Noch mal, bin ich müde. Und ich habe einen Bärenhunger. Es schreit zum Himmel. Womit haben wir dieses Schicksal nur verdient? Ja. Klappe halten und arbeiten. Was soll das Gejammere? Ihr wollt richtige Männer sein, dabei stellt ihr euch an wie Klosterschülerinnen. Grabt weiter, ihr Faulpelze. Aus dieser Karte geht deutlich hervor, dass Kids Schatz hier vergraben sein muss. Wer sucht, der findet. Nur keine Ermüdigkeit vorschützen. Hey, wir sollten so schnell wie möglich die Flocke machen. Ja, aber fragt sich nur wie. Der Alte spinnt doch. Bestimmt hat er nicht mal eine richtige Schatzkarte. Wie bitte? Große Geister pflegen große Ziele zu haben. Der Mensch schwingt sich auf in höhere Regionen des Geistes, beflügelt von kühnen Gedanken. Ein Mann braucht ein Ziel. Nur darin findet sein Leben einen Sinn und geistigen Inhalt. Das unterscheidet ihn vom Erdenwurm. Der Weg ist das Ziel, Jungs. Nur er macht unser Leben abwechslungsreich. Also weiter geht's, das Auge stur nach vorne gerichtet. Neue Männer braucht das Land. Neue Männer! Grab weiter, überwinde den inneren Schweinehund zu neuen Ufern! Kein Grund zur Aufregung. Ein erfahrener Kämpfer weiß genau, was er tut. Daran, dass mein Diego tot ist. Du bist schuld! Hallihallo, Unkraut vergeht nicht. Diego! Oh, Diego! Hier, ich habe da unten was gefunden. Her damit! Karte. Wir haben's geschafft. Es ist soweit. Endlich halte ich Captain Kidds Schatzkarte in meinen Händen. Danke, danke. Zu viel der Ehre. Das ist doch wirklich nicht nötig. Danke. Unglaublich. Das muss ich sofort Lieutenant Gabriel melden. Und jetzt kann man genau sehen, wo der Schatz versteckt ist? Na ja. Oder etwa nicht? Es ist hier. Ja. Ja? Bindest du uns einen Bären auf? Du willst doch nicht etwa behaupten, dass diese Karte nicht stimmt. Warum regt ihr euch so auf, meine jungen Freunde? Das hat doch gar keiner gesagt.
Die Karte hat nur einen Fehler. Ich weiß nicht, welcher Ort hier abgebildet ist. Ich sag's ja, die ganze Geschichte stimmt hinten und vorne nicht. Sie stimmt sehr wohl, du Grünschnabel. Du hast ja nur Rosinen im Kopf. Ich hab im Kopf, was ich will, klar? Und deine blöden Töpfe waren auch nur Fälschungen, genau wie diese Landkarte. Du bist ein Angeber. Und wir sollen dafür auch noch schuften? Ich hab's satt, ich will nicht mehr. Hey, Bernard, warte auf mich. War eine schöne Zeit, viel Glück und immer schön graben. Reisende soll man nicht aufhalten. Diego! Bernard! Ich weiß jetzt, wo der Schatz vergraben ist. Los, wir geben ihm noch eine Chance. Jetzt ist es ein Kinderspiel für uns, an den Schatz zu kommen. Guten Abend, was für erfreuliche Neuigkeiten. Der hat mir noch gefehlt. Oh! Nur keine Panik, mein Lieber. Wir werden den Schatz auch ohne dich finden. Wenn ich dir einen Tipp geben, dafür auf so rumzupulen, sei dankbar, dass du noch am Leben bist. Hey, warte mal, du Knallkopf! Fahrt doch alle zur Hölle! Der alte Ponzo ist doch nun wirklich nicht mehr ganz dicht. Den Schatz gibt es doch nur in seinen Wunschträumen. Alles nur Einbildung und Spinnerei. Und damit macht er alle Welt verrückt. Außerdem lässt der andere für sich schuften. Irgendwie verstehe ich ihn. Du hast doch sicher auch Träume. Na klar, ich möchte, dass alle Menschen in Frieden leben und glücklich sind. Ich möchte, dass keiner mehr arm ist und alle genug zu essen haben. Was würdest du tun, wenn jemand dir diesen Traum zerstören wollte? Das würde ich nicht zulassen. Dagegen würde ich mich wehren. Na? Große Geister pflegen, große Ziele zu haben. Der Mensch schwingt sich auf in die höheren Regionen des Geistes, beflügelt von kühnen Gedanken. Ein Mann braucht ein Ziel. Nur darin findet sein Leben Sinn und Inhalt. Siehst du, kleiner Zorro, lass dem alten Mann seinen Traum. Ja, ja, ich verstehe. Ist schon klar. Also los! Ein Gewitter? Hallo, Ponzo, wir sind hier, um dir zu helfen. Ha! Ja. Das Zorro, fass den Kerl! Hey! Ja! 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 Sofort aufsetzen! Beeilt euch! Und jetzt schön festhalten! Wer sie sind und was sie vorhaben? Bernard hat uns geschickt. Er hat uns gebeten, ihnen aus der Klemme zu helfen. Bernard hat euch geschickt? Ja, er lässt sie grüßen und ich soll ihnen sagen, es täte ihm leid, dass er immer so frech zu ihnen war. Sag mal, bist du nicht zufällig? Verdammt, wir müssen uns beeilen, damit wir den Schatz vor ihnen finden. Alles still, hier ist noch niemand. Der Schatz liegt da hinten vergraben. Woher wollen Sie denn das wissen? Köpfchen, Köpfchen, du Held. Ich habe die Karte hier oben versteckt. Hier ist es aber ziemlich ungemütlich. Ja! Ach so, das war nur eine Fledermaus. So, hier sind wir in Sicherheit.
Ich würde gern mal wissen, wieso du mich erkannt hast. Na, Jungchen, wir sind doch alte Freunde. Mich kann man nicht so leicht täuschen. Wow! Bleibt ruhig, auf keinen Fall die Nerven verlieren. Wir müssen hier auf alles vorbereitet sein. Oh nein! Eine Sackgasse! Egal, wie es heißt, hier geht's nicht weiter. Aber was wird jetzt? Was sollen wir nur tun, Ponzo? Ich fürchte, jetzt müssen wir hier jämmerlich verhungern. Hey, Ponzo, was machst du denn da? Sieh doch, sieh dir das an! Hey, sieh mal! Das ist Captain Kidd! Bestimmt hat er hier seinen Schatz versteckt. Also gibt es ihn doch. Habe ich jemals was anderes gesagt, Grünschnabel? Du hast es geschafft, Ponzo. Wir haben juhu, es geschafft. Juhu. Der Traum ist ja, wahr. Juhu. Wir haben es juhu, geschafft. Juhu. Dann wollen wir mal. Ah, dieser Edelstein ist ja so groß wie ein Taubenei, aber viel schöner. Pfoten weg, Ponzo! Sieh mal, ich habe hier eine kleine Ratte. Ich tausche sie gegen den Edelstein. Bring uns den grünen Klunker runter, wenn dir sein Leben was wert ist. Aber überleg nicht so lange! Verbrecher! Nein, Ponzo, tu das nicht. Lass dich nicht von ihnen erpressen. Es war doch dein Lebenstraum, Captain Kidds Schatz zu finden. Jetzt bist du am Ziel. Du darfst nicht nachgeben. Behalte den Stein. Sie werden mich schon laufen lassen. Mann, oh Mann, Grünschnabel. Mein Traum hat sich sowieso erfüllt, ob ich den Stein nun behalte oder nicht. Ich habe Captain Kidds Schatz gefunden. Und dein Leben ist mehr wert als jeder Diamant. Warte, Ponzo. Ich werde es nicht zulassen, dass diese elenden Verbrecher sich auf deine Kosten bereichern. Ich kämpfe für dein Recht, Ponzo. Stellt euch, ihr Feiglinge! Wartet! So wartet doch! Hey, einen Moment, Freundchen. Meine Kugel ist schneller als dein Spielzeugsäbel. Dann gute Reise ins Jenseits. So! Danke, Pancho! Vorsicht! Die Statue stürzt ein! Schade eigentlich. Sie hat keinen Halt mehr, weil der Edelstein rausgenommen wurde. Los, schnell runter, Ponzo, beeil dich! Komm! Hier, greif zu! Spring, Ponzo, los jetzt! Verloren habt, das werdet ihr mir büßen!
Was ist denn jetzt noch? Ponzo, ich habe jeden Winkel durchsucht, aber es ist wie verhext. Ich kann auf dem ganzen Schiff keinen Schatz finden. Es ist gut, ich habe ihn schon gefunden, Junge. Hä? Ich habe begriffen, dass das Schiff der Schatz ist, den Captain Kidd uns hinterlassen hat. Mein Traum hat sich erfüllt. Von heute an bin ich Captain Kidd. Und ihr seid meine Gäste. Ha, 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 ha.